Vielleicht sollte ich meine Taktik doch ein bisschen ändern. Okay. Mund halten und kämpfen. Oder einfach Mund halten und sterben. So. So. Was? Ich hab doch Axi. So. Oh, wie habe ich das jetzt? Das hatte ich doch letztens irgendwie hingekriegt. Okay, was wisst ihr was? Wir machen es einfach auf die Brachiale. Jetzt ist der Typ wenigstens vergiftet. Na, wie lange soll ich noch warten? Oh, Bananen. Ihr Raubritter, ihr. Ihr bösen, bösen Buben. Das ist uncool. Verdammt. Heile Verdammt. Mich. Ein kleiner Bauer. Natürlich. Das, was gegen den einen galt, hat natürlich den anderen getroffen. Ein Hit. Ein bisschen mau. Ich hab's beim letzten Mal so schön hingekriegt, ne? Jetzt kann ich's schon nicht mehr. So. Viel zu tun in der Gegend. Gildorfer Schwert. Oder Gildorfer. Trockenfisch. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Toll. Zwei Sachen. Ich guck erstmal, was er anzubieten hat. Lass mich mal schauen. Hast du für... Erkenne ich da etwa Grünschimmel? Nein, Hornblatt. Was haben wir hier? Salpeter. Stammelforts Staub. Hat eigentlich einer von den Typen hier irgendwie Schimmel an Bord? Calcium Equum. Schwefel. Das bringt mir doch alles ja nichts. Ich brauche Schimmel. Nee. So. Ich brauche Schafgarbenextrakt. Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Sehr mysteriös, der Gnom. Okay. Jetzt gucken wir noch, was der für einen Auftrag hat. Und dann ist er mich auch schon los. Hallo. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Kommt zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Ja, tut mir leid, das Gerede. Ich mache mir eben Sorgen.
So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Fäules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Gut, ich suche ihn. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Okay, wir machen jetzt erstmal das mit den Fremden hier unten. Ich bin einmal hier, also es ist... Schubidubidu. Ich brauche noch ein paar Level-Ups. Dringend! Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Die Musik im Hintergrund gefällt mir im Übrigen sehr gut. Maximilian Borso di Saus, weißt du, was das ist? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borso di Saus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Was willst du denn aus der Schatzkammer nehmen? Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt gut. Klingt nicht übel. Aber nach viel Arbeit für zwei. Das ist mir völlig klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich
Halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Mhm. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Ach, das ist mir nicht geheuer, aber na gut. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind zu viele, wir könnten gesehen werden. Wen haben wir zum Reinkommen? Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Ochsenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seiltanz. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Den halten. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrecherpassage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Wer könnte für uns den Keller knacken? Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwin, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Ziderwis, diesem Soldat. Soweit ich weiß, lagert sein Trupp östlich von Ochsenfurt, am rechten Pontaufer. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Worum geht es bei dem Dezimieren der Patrouillen? Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von 2, würde ich sagen. Verdacht erregen. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, barer Münze oder deinen Fäusten. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Ja. Horst ist ordentlich besorgen. Das ist ein Punkt, den ich eigentlich nicht unbedingt haben wollte. Aber gut, man lernt nie aus. Fremder.